Also, ich habe nicht groß was zu tun. Ich sitze hier und plötzlich taucht unten rechts ein Announcement auf für GTA. Gunrunning Trailer ist draußen und ich habe den mir sofort angesehen, weil ich weiß, Rockstar macht Trailer. Die Updates sind dann immer so okay oder manchmal gut, manchmal ja, manchmal nicht. Aber die Trailer sind immer gut. Ich habe mir angeguckt und so viel cooles Zeug ist dabei, dass ich einfach mal so ein bisschen drüber reden wollte, was ich hiervon erwarte nach diesem Trailer, was ich alles in diesem Update, das am 13. Juni rauskommen wird, direkt nach der Overwatch doppelten XP-Periode, was ich darin erwarten werde. Und ich gucke mir einmal nochmal an, ohne Commentary. Want to make real money? Dirty little secret for you. It's in arms. Just routine business that needs a bunker, research and manufacturing. Here's the mobile operations center. You get the point. Up new exciting ways of terminating people. Then make a tidy profit and do the country proud. Rated M for mature. So, das war der ganze Trailer, der Rest ist nur Werbung für andere Trailer. Und davon war so viel Zeug schon dabei. Erstmal das, was ich weiß, was schon vorher angekündigt war. Wir haben hier diese Airbunker, diese Waffenbunker. Soweit ich weiß, das wurde schon so angekündigt. Sind das wieder Gebäude, die man sich wie die CEO-Gebäude kaufen muss? Ich weiß nicht, ob es mit CEO verbunden ist. Wir können hier einmal den Typen vom Heist sehen. Vom Heist-Update. Also kann es sein, dass das damit nichts zu tun hat. Oder ist das der vom Heist oder ist das der. Ich glaube, das ist der vom Heist, ja. Ich hab nicht den männlichen Sekretär, ich habe die weibliche, deswegen weiß ich nicht, wie der andere Typ aussieht. Jedenfalls diesen Airbunker, die werden wieder. Ich weiß nicht, ob die verschiedene Größen haben werden oder sonst was, aber ich rechne wieder mit 2 Millionen, sonst was. Naja, so Rockstar Games präsentiert, ja. Und ich schätze mal, dass diese Bunker genauso wie alle Lager bisher fungieren werden. Das hier vom Feuer übrigens. Dass wir durch Missionen Waffen zusammensammeln müssen oder produzieren, das kann man ja auch noch gleich sehen, und hier lagern müssen, um sie dann später zu verkaufen, weil das ist ja das Profitding. So, jetzt haben wir, das ist wahrscheinlich so eine normale Cutscene, die dann sich abspielen würde, wenn man zum ersten Mal reinkommt, mit super Military Stuff hier. Und das hier ist ganz interessant, das ist eine sehr gemoddete Waffe mit einem Skin. Mit schnell rausziehen Magazin hier, mit so einem Speedpull-Ding, mit Kompensator und Visier und allem drum und dran. Ich glaube, die haben bisher eine größere Magazine, Trommelmagazine und sonst normale. Und ich weiß nicht, wie das bei den Kompensatoren und Mündungsbremsen sowas ist. Jedenfalls, das mit dem Skin ist ganz interessant, weil erstmal ist das komplett unstimmig von den Farben her. Aber man wird ja später noch hier sehen, dass, naja, gleich, dass verschiedene Waffen vorkommen, die alle Skins haben. Ich weiß nicht, ob man die einfach bei Ammunition dann kaufen kann, und es gibt so drei, vier verschiedene Varianten, oder ob wir vielleicht einen Einzug von wirklich Skins ins Spiel sehen und dann, ich kann mir das in GTA ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was das überhaupt bringen würde, aber im Moment halte ich bei jedem Videospiel einfach die Möglichkeit offen, dass irgendwo Skins auftauchen können. Ich wäre nicht so dafür. Aber was soll's, man muss sie sich ja nicht kaufen. So, Gunrunning, so heißt das ganze Ding. So, was haben wir hier? Ja. Das Manufacturing, das ist ja. Ich schätze mal, das ist wieder so wie beim Biker-Ding mit den. Ich habe mich nie mit dem Biker-Ding befasst. Aber ich schätze mal hier, das ist die Waffenproduktion
für den Verkauf. Wahrscheinlich muss man Waffenteile anbringen, könnte ich mir vorstellen. Und dann werden neue Waffen entwickelt und man kann sich neue Waffen holen. Das ähnlich wie beim letzten Update mit den 8, 9, ich glaube, es sind 8 neue Spezialfahrzeuge, die man nur haben kann, wenn man die Mission dazu ab. Oder man kann sie vorher haben, aber wenn man CEO ist, glaube ich. Den Hintern, der ist auch neu. Diese Wagen, ich frage mich, ob man damit wirklich drin rumfahren kann. Dann sind die Bunker wahrscheinlich wirklich riesig. Und es würde keinen Sinn machen, wenn da Leute rumfahren können und man. Also, wenn das nicht nur für einen Trailer ist, sondern wirklich fürs Game. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man so einen Wagen auch wirklich fahren kann, weil es spricht einfach nichts dagegen. Es gibt keine Engine-Beschränkung oder sonst was, weil es, ich meine, Grand Theft Auto. So, dann haben wir hier noch ein gepanzertes Fahrzeug mit einem Geschütz, das kann ich jetzt so blurry gar nicht so sehen. Aber ja, da sieht man ja später noch genug von. Ja, genau diese Wagen. Wahrscheinlich sind da so Prop-Arbeiter, die einfach da rumstehen und rumarbeiten und nichts weiter tun. So, dann eine Shooting Range bekommt man anscheinend in den Bunker geliefert. Das sieht nicht aus wie die von Ammunition, auch wenn ich da nicht viel Zeit verbringe. Hier wieder Waffe mit einem Skin. Bunker. Lackierung. Research. Ja. Und, ja genau, ist nicht von Ammunition. Und weiter wegen Research, hat er gesagt. Research and manufacturing. Research and Manufacturing schätze ich auch, das ist ja ähnlich so. Ich glaube, das war ein Biker-Ding auch so. Ich schätze, neue Waffen werden freigeschaltet, wenn man bestimmte Missionen beendet und nach einer gewissen Zeit wieder kommt und dann hat man da seine Researcher, die alles für einen machen. So, Manufacturing. das hier sind neue Fahrzeuge, das ist klar. So, wir haben hier gleich Waffen befestigt, das ist ganz interessant. Ich glaube, das hier vorne ist garantiert nur Deko. Außer wir bekommen eine Schaufel, Nahkampfwaffen, aber Nahkampfwaffen GTA sind eh das uninteressanteste, was man überhaupt haben kann. So hier ein MG oder was das scheint und eine montierte Waffe für Dune Buggies, kann man gerade auch in Action sehen. So, das ist der Dune Buggy und mit einem riesigen Reifen drauf anscheinend. Ja, gut, für die Dings. Luftabwehr-Dinger und ein Lastwagen mit einem riesigen Geschütz, das kann man auch noch in Action sehen. Und ja, das haben. So. Ja, die wurden auch schon gezeigt. Das ist ich weiß nicht genau, welcher Wagen das ist, aber auf jeden Fall auch stark gepanzert. Sieht nicht so Wasteland-mäßig aus mehr, sondern ich weiß nicht, so eine Mischung aus Wasteland und professionell vielleicht, also richtig. Komme ich auch nicht dahinter. Mich stört das so ein bisschen mit den Farbmustern, dass sie so ein. Ich weiß nicht. Ich bin ja so ein kompletter Mattfreund oder nur glänzend, ich weiß nicht, mit diesen Mustern. Jedenfalls kann man das haben, wenn man möchte. Mit Geschützen oben. So, wie sieht das Ganze in Action aus? Ja, Sams. Ja gut, Sam ist eine Luftabwehreinheit. Und gegen den Savage. Alles schön und gut. Ich schätze mal, verschiedene Lackierungen bedeutet, dass man sie mod oder vielleicht einfach nur anders bestellen kann. Ja, die hier. Moment, habe ich gar nicht gesehen, die ist explosiv. Ne, scheint nur MG zu haben. So. Ja, denn hat mich an den Precade oder den aus dem CEO-Update, dem ersten CEO, nicht VIP-Update, erinnert. An diesem Precade und scheint aber weniger gepanzert zu sein. Aber was mich dabei interessiert, ist, dass die Klappe hier hinten offen ist. Das heißt, man wird wahrscheinlich reinfahren können und ich glaube auch, dass eins der wichtigsten Features, das mir ewig in GTA gefehlt hat, endlich jetzt reinkommt. Und zwar, dass man Wagen und Flugzeuge befüllen kann. Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob es bei Lastwagen und so bereits geht. Es geht auf jeden Fall nicht bei der Titan. Und Mobile ja, hier Operations sieht Center. man. Genau, kann reinfahren. So. Bisschen detailliert hier. Sam, dieser Swasting-Ding, was ich eben schon gesehen habe. So. Das hat jetzt hier auch so ein Schild daneben ist, also ist gleich neben der Basis. So, Minigun wahrscheinlich, das ist aber auch der Dune Buggy, wahrscheinlich kann man den doch customizen und die Waffe vorne anbringen, die man möchte. Wahrscheinlich kostet das dann nur verschieden viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Minigun überhitzt, wenn sie in der Hand nicht überhitzt. Ja. So, das hier ist ganz interessant. Das wird wohl sowas wie eine Art. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie so eine Art Mini heißt, dass einer in der Basis sitzen muss. Und das
scheint hier. Er steuert von der Basis aus praktisch Explosivgeschütze von dem Laster hier. Und er ist definitiv hier. Oder? Das sieht definitiv so aus, als wäre er in der Basis und nicht in irgendeinem. Hinten im Wagen drin oder so, finde ich. Ich weiß es nicht komplett. Natürlich nicht. So, coole Maske. Und die Schüsse hier kommen von der Kameraperspektive her auf jeden Fall vom. Vom Dings. Vom Lastwagen hier. Zwei Technicals. Es scheint mir sehr eine Mission zu sein, auch wenn mich verwirrt, dass da keiner draufsteht. Weil das so der Sinn vom Technical ist und es kann der nicht benutzt werden. Aber hey. Was haben wir hier noch? Ja, Explosion. Super Cinematic und so. Ja, aber der scheint vorne so eine Art Dings zu haben. So eine Raketensilo hier. Ja, gut. Raketensilo. Superface. Beide. Jupp, das ist einfach noch eine gemoddete Pistole. Man kann nicht so genau sehen, ob das irgendwie sonst was Besonderes ist. Sieht aus wie eine Explosion, aber es ist einfach eine Pistole, das ergibt nicht so wirklich Sinn. So, Miniguns gegen Savages. Nichts Neues. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass er hier die Rüstung trägt aus dem Singleplayer Pacific Standard Job oder aus dem. Es gibt noch einen Spielmodus im Online dafür, in dem man diese schwere Panzerung trägt. Mit der Minigun. Weiß nicht, ob das ins Freeplay kommt. Ich spiele nicht so öffentlich, wenn nur mit Freunden. Deswegen wünsche ich mir immer, dass viel Zeug reinkommt, auch wenn es nicht so richtig gebalanced ist für den richtigen öffentlichen Modus. Ja, hier zwei Typen. Ich schätze, das ist eine ganz normale Mission. Ich weiß nicht, ob es wieder so sein wird, von wegen. Wie das Car Running Ding, das letzte Mal, Gun Running, Car Running, ja. Import-Export, wo man immer sich immer ein Auto holt und dann so verschiedene kleine Missionen auftauchen können. Das scheinen mir richtige Missionen zu sein, weil die sind wirklich gepanzert und ausgerüstet. Ja, dann, das ist einfach ein Beispiel für eine Waffe, würde ich sagen. So, was in dem Lager vorgehen kann. Ja, hier diese Dinger. Scheint auch, das sind sowas wie Insurgent mal 4 von der Waffenstärke her. Das scheint alles Mission zu sein hier. Das interessiert mich wirklich. Also Heists sind ja ziemlich, auch wenn sie viele Fehler haben, gehören zum Geiz in GTA Online. Zusammen mit der Mini Cooper Challenge. Und das hier ist auch interessant. Ja, wahrscheinlich, also wie die Mission es hier andeutet. Hat man hier hat man ja schon die Buzzards, kann man die Buzzards schon sehen, die er hier abschießt, bedeutet, man muss wahrscheinlich in einer Mission Buzzards abschießen, damit eine, ich glaube, Velum abheben kann. Und ich schätze mal, dass da Waffen geliefert werden oder sonst was. So, ja, Waffen Manufacturing. So, hier wird ein Cargo-Bob zerstört, das ist in der Meriwether Base. Also wahrscheinlich auch irgendwas mit Missionen. Da will niemand hin, weil die sofort angreifen. Aber da kann auch die Hydra spawnen. So, auch Waffenskin. Scheint mir auch ein bisschen ansonsten anders gemoddet zu sein. Ja, hier. Das sind auf jeden Fall neue Mods für die Waffen. Also das ist auf jeden Fall drin. Ich wette aber, dass sie nicht in Elimination einfach zu kaufen sein werden, sondern wirklich muss man wieder sich so einen Bunker kaufen und ab dann kann man sowas erst freischalten. Ja, Cargo Bob. Und ja, hier sieht man nochmal. Mit einer Minigun und das ist auch, die sind ja auch leicht gemoddet mit dem Netzen hier hinter statt dem Reifen und sonst was. Also kann man sein Buddy da so ein bisschen auftunen, Buggy. Und Minigun, vorher hatten wir MG, glaube ich, und Minigun war auch schon vorher. So, das hier finde ich deswegen interessant, weil das eigentlich eine Secret Location ist für Next-Gen-Dinger. Das ist die Mine, die irgendwo in Plain County liegt. Ich weiß jetzt gar nicht genau wo. Jedenfalls scheint das eine besondere Mission zu sein oder sonst was, weil warum sollte jemand in diese Mine? Da ist wirklich nichts drin. Ich glaube, im Singleplayer kann man dann, gibt es ein kleines Easter Egg mit Solomon Richards und seinem ersten Film oder sowas. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls fliegt in der Rakete vorbei.
direkt daneben, weil er so cool ist. Mehr sieht man hier nicht. Und das ist vielleicht der interessanteste Teil. Was man hier sieht, es ist ja GTA Online, bedeutet, auch wenn es so eine Mission ist, man kann in einem Flugzeug sein. Das ist wahrscheinlich, ich glaube, es ist zu groß für die Titan. Es ist wahrscheinlich das Cargo Plane. Und eine Sache, ich weiß nicht, ob man das Cargo Plane dann inzwischen kaufen kann, weil ich bin strikt gegen Hacken in GTA Online in jeder Art, außer das Cargo Plane, weil das so viel Spaß bereitet. Und wenn, ich bin selbst noch nie mit einem geflogen oder habe eins gesehen. Online, weil ich nie online spiele. Oder nicht nur mit Freunden. Aber wenn die das endlich zum Kauf anbieten, egal für wie viel Geld ich. Ich würde farmen, ich würde ewig dafür farmen. Also, Shark hat tatsächlich so mein Ding. Aber was man hier sieht, außerdem, dass sie da rausfahren mit Motorrädern, sind die Motorräder selbst, die ja hier unglaublich wichtig sind. Es sind nämlich Jet-Motorräder oder sowas ähnliches. Wir haben hier eine Art Flügel und auch den Jetantrieb, den man vom Rocket Volte kennt. Oder von normalen Jets natürlich. Das kann nur eine Mission sein. Das sieht sehr nach einer wirklich spaßigen Mission aus. Die Jet-Dinger, der Unterschied zum Rocket Volte ist, außer dass es ein Bike ist natürlich, sind diese Flügel. Der Rocket Volte kann sich in die Luft boosten und dann fällt er aber wie ein Stein wieder runter. Okay, wie ein Stein nicht. Der kann schon ein bisschen fliegen. Aber du kannst nichts kontrollieren. Mit den Dingern wahrscheinlich schon. Und wahrscheinlich kann man damit auch abheben. Kann man gleich noch sehen. Jedenfalls, ich freue mich extrem allein schon auf die Mission und wenn ich dieses Cargo Plane endlich mal fliegen kann oder sonst was. Ich liebe dieses Thema von Drop Zone in der Luft Mission und es sieht wirklich wie so ein paar kleine Heists aus und da freue ich mich wirklich drauf. 13. Juni. So, hier mit diesen Jetmotorrädern. Super. Wum. Ja, wum. So, kein Profit. So, das ist einfach nur eine Sniper-Mission. Ich weiß nicht, ob wir eine Mission mit Wärmebild haben. Aber, oh. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir eine Sniper-Mission bekommen, weil Wärmebild. Wobei, ich habe mich gerade so ein bisschen gewundert, hä, warum kommt jetzt eine Sniper-Mission? Es ist ja kein Auto oder kein Vehicle-Update eigentlich, auch wenn man hier diese ganzen Fahrzeuge hat, die bewaffneten. Deswegen werden ja auch die Dings wahrscheinlich bewaffnet sein, weil es ergibt uns keinen Sinn. Auch wenn, wie soll dann Jetantrieb, das Flügel und Waffe, wie soll da alles drauf passen? Es schienen eben 5 Leute zu sein, außerdem. Naja, gut. Wenn es mehr als 4 sind, dann habe ich so ein bisschen Angst, dass es anscheinend ein Gegnermodus oder sowas oder, ich weiß nicht. Naja. So, das. Und genau, dieses Wärmebild-Ding. Was vielleicht ein Mod für die Sniper einfach. Vielleicht ist es keine Mission, sondern einfach ein Mod für die Sniper. Aber das sieht mir sehr nach einer Mission aus. Und das hier sind die Motorräder in First Person. Sieht so. Nee, okay, das sind nur die Handschuhe. Ja, so sehen die halt in First Person aus. Denkt mir hier Turboanzeige und alles. Das ist schon relativ cool, aber First Person in GTA ist ein bisschen problematisch im Fahrzeug für mich. Ja, hier kann man die schönen Boosts sehen. Der hat wahrscheinlich auch gerade den Boost aktiviert, weil der von einem Frame auf den nächsten fast von 47 auf 57. Das heißt, der Boost geht gerade los. Die Speeds in GTA sind generell sehr langsam. So, und was hier interessant ist, da scheinen Raketen zu fliegen. Die haben doch Rocket Launcher vorne. Und was dabei interessant ist, ich wette, die machen was mit dem Rocket Voltic. Man hat nur 3, 4 Raketen getankt. Ach, ich hasse es, weil das ist der Grund, warum ich mir den Rocket Voltic nicht. Rocket Voltic. Der Runa 2000. Warum ich mir den Runa 2000 nicht hole, weil er 8 Raketen hat, meine ich. Und das ist mir den Preis nicht wert. Ich habe keinen. Ich möchte niemanden griefen online. Oh, wenn ich es wollte, könnte ich mir einen Jet holen. Aber der unendlich Raketen hat. Aber Rocket Voltic. Ich weiß nicht, lohnt sich nicht. Lohnt sich echt nicht für mich. Runa, Rocket Voltic habe ich sogar. So, Raketen werden abgeschossen, Explosionen werden verursacht, riesige Wracks und hier der interessante Teil. Sie waren eben auf einer
ganz komplett geraden Straße und heben jetzt ab. Das heißt, man kann aus dem, man muss sich keine Rampe mehr wie beim Rocket Voltage, jetzt wirklich der Rocket Voltage tatsächlich, besorgen. Man kann wirklich von der Stelle abheben. Und hier, Gun Running und das war's. Auf jeden Fall sehr interessant. Freue ich mich extrem drauf. 13. Juni, genau wenn Overwatch endet, das Event. Sehr geil. Gut, das war's mit dem, der doch ziemlich deutlichen Analyse von dem Trailer. Ja, also wie gesagt, ich freue mich wirklich auf dieses Update und ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr denn GTA habt, wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. Und grieft nicht so viel. Das macht keinem im Online Spaß. Ich meine, wie gesagt, ich bin eh nicht da, aber vielleicht ein paar meiner Freunde. Also, viel Spaß bei dem Update in 5 Tagen, glaube ich. In 5 Tagen, ja. Und bis dahin, ciao.